YouTube. So, Chat, sagt's mal alle YouTube Hallo. Hallo YouTube. Hallo. So, Anne Freak, vielen Dank nochmal. Aber ich bin wieder gesund. Hallo YouTube. Wir spielen Foreground. Es ist ein lustiges, so ein Horror-Game mit lustigen. Es soll ganz witzig sein. Ich kenn's aber noch nicht. Hab aber gesehen, dass ich sehr viele YouTuber gespielt habe und die fanden es aber alle sehr cool. Das ist das Ding. Ich schaue immer sowas, ich spiele die anderen Leute und so. Ne? Angefügt, vielen Dank, Dankeschön. Und hallo Pseudofructus, danke für 500 und Bummelbee. Danke für 26 Monate. Danke euch allen, Dankeschön. Und hallo, oh Helsing, wie geht's dir? So, Karl Ziffer, du süße Maus. Aha, da sind wir also schon. Hängen einmal die Mitarbeiter. Okay, wie gut. So, dann bist du dabei. Das Spiel wird automatisch gespeichert, nachdem du ein Level bestanden hast. Ah ja. Okay, also. Das, da ist noch nichts drin. Hallo Schildrose, meine Hübsche. Hängen einmal. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir was ins Gesicht fliegt. Raptorenseele, mein Schatz. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir was entgegenspringt oder so. Bitte keine große Spinne. Lass uns ein Spiel spielen. Ja, nein. Chat, ihr entscheidet's. Ja oder nein? Ihr entscheidet's, Chat. Es ist, wie gesagt, ein lustiges Co-Bestellung sind so gewesen. Auf einmal hat man immer so. Ja, ey, du, Karamon, aber du kommst doch lang damit aus. Also, das ist auch echt gut. Ja? Na gut, dann machen wir das eben. Aber, ja, cool, ich hoffe, du freust. Ich hoffe, du hast Freude damit. Wie gesagt, ich würde es nicht empfehlen, wenn ich es nicht selber sehr gerne habe. Gut, dann halt ja, Chat. Dein Chat will ja machen. Okay, dann eben ja. Hallo, meine Dame, guten Tag. Hallo. Okay, dann spielen wir halt. Darum sind wir hier. Okay, Vico, so ist es. Okay. Wolfe spielen. Nur noch, wenn du nicht willst, dann zieh dich an den Löffel rein. What the fuck war das gerade? Ist das irgendwie vibriert? Großartig. Beginnen wir mit etwas Einfachem. Das ist ein Puzzle. Okay. Putz, ich muss klären mit Ex. Okay, Karelita. Okay. Toi, toi, toi. Ah. Ach, scheiße, Mathematik. Mathematik ist ein Scheiße. Ah, eins plus... Ah, Mathematik. Mathematik, immer Mathematik. Okay, 1 plus 8. Ich schaue jetzt nicht in den Chat. 1 plus 8. Mal 7 minus 9. Okay, Chat, ihr habt schon verstanden. Ganz leicht. Dass wir Punkt vor Strich. Ja, also 8 mal 7. Da fängt schon an. 56 plus 1. 57. Minus 9. 48. Haha! Smarty Pants. Ah, da habt ihr es wieder. Da habt ihr es wieder. Na? Da habt's wieder. Dass aus mir kein Mediziner geworden ist. Ne? Ne? Punkt vor Strich und Mal komma auch dabei. Ne? Das ist einfach nicht so schwer. Ja, also 8 mal 7 als erster und dann plus 1 und dann minus 9. Ja, das kann. Das, weißt du warum? Weil man so lang immer man hat immer so viele Rechnungen bekommen von Schülern, die das, sich das gemerkt haben. Und dann haben die dann immer diese Fragen gestellt und dann muss man sagen, ah, Punkt vor Strich und dann, ah, ja, okay. Und jetzt weiß man das. Eigentlich nicht wegen der Lehrerin, sondern wegen den Schülern, die einen damit aufgezogen haben. Ah? Putzi wieder mit die Kuh. Es geht für dich, bin ich da. 48. Was wäre, wenn ich falsch mache? Wäre ich aber dumm, oder? So. Du schlägst mich jetzt aber nicht, oder? Gut. Okay, Chat. Jetzt habe ich eine Mathematikaufgabe. Jetzt müsst ihr mir eine Mathematikaufgabe ausrechnen. 3 mal 3 plus 2. Hä? Minus 1.
Ah, 11. Schon fast. War 10. Na, ich hab euch schon einen Spaß gemacht. Hallo, Apogi, mein Schatz. Habt ihr gut gemacht, Jack und Stolz. Siehst du, ich hab gut, die smartesten Leute sind da. Und der Remox, danke für den Pinsel, danke schön. Der Remox ist auch da. Remox, jetzt weiß ich immer noch nichts über dich. Danke, Remox, danke schön. Und hallo, Bummelbiene, meine Süß. Danke für 26 Monate. Danke euch allen. So ein Schlingel, du Blecki. Warum zittert sie immer so? Ah, Puzzle complete. Na, also, gut gemacht. Versuchen wir jetzt etwas anderes. Okay. Ich kann nicht hüpfen, kann nicht laufen, auch nicht. Ich habe Angst, dass da irgendwas kommt. Hallo? Telefon. Hallo, C-Bros, mein Schatz, wie geht's dir? Remux ist mein Freund. Ich liebe ihn. Lori Herrera, gib mir einen Kuss von mir. Der ist ja nett. Aber du bist auch sehr nett, Lori Herrera. Und die Marilux ist auch süß. What the fucking hell? Hä? Ja, hallo, was soll mir das sagen? Oh. Oh. Wie oft hat das Telefon geklingelt? Chat, wie oft hat er... Nicht schießen. Hey, ich spiele nicht alleine. Chat, wie oft hat das Telefon geklingelt? 6-mal oder 7-mal? Grenze auf 5-mal ist falsch. Ja. Hat nicht einer mitgezählt? 7-mal sagt Nefreteri, Chai Luna sagt auch, Chai Luna oft, vielen Dank. Aber die meisten sagen 7. Und jetzt, ich habe das Gefühl, weil jetzt sagen viele 7 und jetzt sagen viele den allen, ja, wir zustimmen, die werden schon recht haben. So, jetzt sagen die Leute, die nicht aufgepasst haben, den Leuten nach, dass es 7-mal ist. Und 100 pro. 6 bis 7-mal hat es geklingelt, 6-mal. Okay, ihr habt 7 gesagt, wenn wir sterben, ist es wegen euch. Stimmt, 13 Mal. Da. Falsche Antwort, du musst dich konzentrieren. Chat, super gemacht. Mit euch kann man nirgendwo hingehen. C-Bros, danke für 6 Monate. Vielen Dank. C-Bros, danke schön. Vielen Grüße von den Chat-Twins. C-Bros, ich danke dir. Dankeschön, vielen Dank. Und sag mal Glückssache, danke für 5 Wochen an Rufik, danke für 10 Beilelungen, meine Süße. Wenn du noch da bist, vielen Dank für 52. Und danke auch nochmal Nefreteri mit 10. Vielen Dank, Dankeschön. Und meine Süße Babsi. Babsi, vermisst habe ich dich. Wo warst du so lang? Hallo Putze, wenigstens für den verdienten Sub komme ich rein. Sorry, bin leider oft wenig da, da ich immer mein. Ja, ach, Babsi, alles gut. Wenn es dir gut geht, kommst du wieder her. Danke für 18 Monate. Babsi, komm aber auch nicht so lang vor, wenn ich ehrlich bin. Babsi, vielen lieben Dank. Dankeschön. Chat, konzentrieren jetzt! Beilelung, meine Süße. Konzentrieren jetzt! Ich brauche eure Hilfe, Chat! Ich spiele das ja im. Chat, konzentrieren! Jetzt zählen! Ich hab als Abkick von dem scheiß Schild, das da runtergekracht ist, Lilma Web. 7? Ich war am Abkick von dem Schild? Oh, okay, 7. Aber der Chat ist sich einig, 7-mal. Okay. Blackbird, danke für 8 Monate, mein Schatz. Herzlich willkommen, wie geht's dir? Leute, vielen lieben Dank. Danke. Sorry, dass ich war auch am Anfang, vielleicht hat man mich ein bisschen gestresst, aber ich habe so Kopfschmerzen gehabt. Jetzt geht's mal wieder gut. Leute, vielen lieben Dank. Danke euch auch für die ganzen Subs und Bits. Und sorry, auch Carolita, habe ich nicht böse gemeint. Maybe meine Süße ist auch noch da. Und der Kalzi verkommt, kriegt einen Backenknall. Komm her, ich lasse ihn wieder los. 7-mal. Jetzt echt? Ich weiß, vielleicht haben wir es auch nicht gemerkt, aber ich habe mich irgendwie gefühlt so. Sorry, ja, die hat gute Laune, ich merk's. Gute Arbeit bisher. Chat, bin stolz auf euch. Als wärt ihr meine Kinder.
ist seid ihr auch. Ne? Großgezogen habe ich euch mit den Hönkers. Super war das. Vermisst die Zeit bisschen. So. Ich habe immer Angst links und rechts. Es ist Spiel für Kinder. Es ist kein Horror. Es hat Jumpscares. Ist es der krasseste Horror? Glaube ich nicht. Hat es Jumpscares? Kann was Unheimliches passieren? Glaube ja. Ja, ich weiß es selber nicht genau. Aber es ist jetzt nicht... Der krasseste Horror kommt im Anschluss. Als erstes spielen wir das. Napoleon. Chat, wir müssen zählen. Omi? Frau. Oh, Chat, zählt's Männer und Frauen. Wie viele Männer, wie viele Frauen? Mann. Bist du deppert? Das, also, doch ein bisschen Horror. Was hat die Person auf dem ersten Gemälde gehalten? Chat, was war's? Was hatte... Ein Schwertel? Raptorenseele, du musst entscheiden, war das jetzt Horror oder nicht. Chat, ein Krummsäbel oder ein Schwertel? Ein Handy. Ja, da... Krummsäbel, Krummsäbel, Säbel. Alle sagen Säbel. Okay. Chaoszauberin, da ist sie doch, meine Hübsche. Chaoszauberin, na ja. Chaoszauberin, von dir habe ich das bekommen. Ich hab's hier. Chaoszauberin, kein Fanclub gemacht. Gothic Master, mein Schatz, wie geht's dir? Okay, schon wieder vergessen. Okay, alle sagen Krummsäbel. Dann mache ich Krummsäbel. Also, jetzt war sich da alle sicher. Hallo Black Rabbit, herzlich willkommen, wie geht's dir? Danke für den Follow, schön, dass du da bist. Du musst mitmachen! Mach dich bereit für weitere Herausforderungen. Hey, das Spiel ist super lustig! Hey Chat, wie findet ihr es? Ich find's richtig geil! Weitel, du süße Maus, wie geht's dir? Ja, sorry, schön, dass du da bist. Ich hab das schon angeboxt. Oh, rechts. Oh, muss ich jetzt... Muss ich jetzt weglaufen? Das ist super, Gangmanetik. Rechts. Chat, dann würde ich sagen, gehen wir auch rechts, oder? Es finden die Geister. Ah, okay, wir sind noch am Anfang. Hallo, Scorpio. Hey, Scorpio, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, Fox, das Spiel ist geil. Okay. Das ist so billige Jumpscares und ich erschreck mich da so. Scheiße, Black Rabbit. Black Rabbit, halt meine Hand. Hab endlich mal einen Stream von dir. Ja, Black Rabbit, du bist das erste Mal da. Herzlich willkommen. Junge, schalt mal ein, wenn das. Linse Live Song nur für dich. Ich hab das Gefühl, dass Einsatz haben wir gedacht, jetzt erschrecke ich dich. Hallo Susi, wie geht's dir? Und hallo Dorftas, danke für deine Monate. Ich hab mich auch erschrocken! So billig gemacht, aber lustig, aber geil gemacht. Einmal voll Spaß. Weißt du, es macht Spaß. Es macht Spaß, weil es ist ein geiles Streamgame. Ah, und so viel. Boah, da haben wir noch einiges vor uns. Du hast gute Augen. Danke. Ja, der Pump, genau. Buh! Ich hab gerade gesagt, der Pumpkin auch. Und jetzt klingt der Kürbisse. Gottes Willen, Blackzwerg, danke für 10 Euro, Blackzwerg! Blackzwerg, danke schön, mein Schatz! Blackzwerg, wie geht's dir? Hey, was war das für ein Zufall? Ich hab gesehen, der Pump genau und jetzt liegt der Kürbisse! Hey, was ist das für ein Zufall? Und ich hatte eigentlich nur dich gemeint, Pumpkin! Blackzwerg, danke dir, Blackzwerg, mein Schatz, komm her zu mir, komm mit in den Gang, du weißt eh, wo ich bin! Blackzwerg, danke schön, vielen Dank für 10 Euro! Bestes Timing! Der Blackjack hat Jumpscare studiert. Der weiß immer, wann die perfekte Ort, Zeit ist zum... Blackjack ist gut darin. Blackjack, vielen Dank. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Warte ab, bis der Rest vom Spiel auftaucht. Da würde ich mich freuen.
wenn der Chat mich mal besuchen kommt. Wie viele Kürbisse gibt es hier? Willst du mich verarschen? 100 oder 99 oder 100? Leck mich doch am Arsch. Alter, ich kann doch jetzt nicht jetzt um Kürbisse... Eins... Alter, nee, das kann ich... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh Gott, das wird... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Chat! 99 oder 100? Ich zähle nicht alle Kürbisse! 100 oder 9... Da hinten liegen auch noch welche. Da hinten liegen... 99 oder 100. Schau dir das an. Könnt selber eure blöden Kürbisse zählen. 100? Okay, dann 100. Das Spiel wäre mir schon zu anstrengend. Zu Hause ist es super lustig. Mach mit einfach. Komm. 100. Ich meine den echten Kürbis. Hä, den echten Kürbis? Hä? Ach so, warte mal, gibt es nur einen echten Kürbis? Der Rest sind so, oder wie? 69. Rosanne, ich verstehe nicht, was meinst du damit? Wie viele Kürbisse gibt es hier? Ja, 100, oder? 100? 100? Chat, 100, haben wir noch gerade. 199. Okay, jetzt sagen wir 99, komm. DNG Auto, danke für 3 Monate, danke schön. Ich zähle nicht alle. Komm. 99. 99. Zählen? Die ohne Gesicht vielleicht. Aber die haben ja alle ein Gesicht. Schau mal. Hätte ich doch alle ein Gesicht. Aber kein so schönes wie ihr. Die haben alle ein Gesicht. Okay, 99. Wir machen 99. Hä, das Spiel ist super lustig. Es macht Spaß mit dem Spiel. Mit dem Stream. Im Chat. Da getiegen. Boah, ich habe jetzt aber richtig 99. Du siehst verwirrt aus. Ich gebe dir einen Hinweis. Das sagt der Chat auch immer zu mir. Und manchmal steht es dann verwirrt alt. Gib mir einen Hinweis. Was ist der Hinweis? Was ist der Hinweis? Betilit, von dir aus deinem Mund kann das nicht kommen. Wie viele Kürbisse gibt es hier? Was ist denn der Hinweis gibt? Leg mich am Arsch. Warte. Da zeigt jetzt ein Pfeil drauf. Oh. Oh. Wie viele Kürbisse gibt es hier? Oh. Dolby, danke für 40 Monate. Ich glaube 0. Okay. Rabi. Die Rabi hat das richtig, richtig. Rabi, meine Hübsche, wie geht's dir? Was gibt's Neues bei dir? Cinderella, danke für 6 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wie fies. 0. Okay, danke. Willi, aber hat mir den was gegeben, ne? Und hallo, Sask, meine Hübsche, wie geht's dir? Wie geht's deinen Kinderleins? Ich glaube, du hast auch Kinder, gell? Wie geht's denen? Alle gesund? Die Gemälde? Ich kann immer zurück, glaube ich, gell? Ja, kann immer zurück. Ich sollte sie mir anschauen, Alex Deger, vielleicht. So. Frohen Kürbistag. Ja. Ach, endlich keine Kürbisse mehr. Hallo, Dr. Ben. Bilder, hat sich da was geändert? Nee, da ist alles beim Alten bei den Bildern. Ja, hier. Ja, meine Mods. Da, ne? Rabbi Dabi, Romeo. Beast, ne? Ne? Oh. Ah, eine Pfeife! Also, ich habe jetzt das nicht, hab nicht einen von euch gemeint, sondern... Ah, rauchst du? Ne, nein, ich rauche nicht. Nein, ich rauche nicht. Aber ich rauche jetzt gerade im Spiel, oder? Ein Bild nach Feierabend. Aber, morgen Ruhe. Ich rauche im Spiel jetzt gerade, Chat. Soll ich jetzt ja oder nein? Putzi, hast du schon mal einen Kürbis geschnitzt? Ja, Hirngespinst, ja, einmal gemacht.
Ich habe mit PewDiePie damals Sugar gemacht. Es gibt sogar, ist sogar aufgenommen worden damals in einer Birdable-Folge auf seinem YouTube-Channel. Was? Und mit der Noah habe ich auch einen geschnitzt. Einen sehr viel cooleren. Ich rauche gerade im Spiel, rauche ich gerade. Hey, du wunderschöner Mann aus dem Internet und an den erotischen und sexuell nicht abzulehnenden Chat. Wie geht es euch und habt ihr schon viel von diesem ultimativen Gameplay verpasst? Balu, du hast richtig eingeschaltet. Das ist ein sehr geiles Spiel. Balu, mein Schatz, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Also ich... Aber, warte mal. Stimmt, ich brenne. Ich rauche nicht, ich brenne. Stimmt, ich brenne. Im Spiel brenne ich ja eher als rauchen. Also ich rauche nicht. Weil ich brenne, oder? Hallo, mein Schatz, herzlich willkommen. Ich hätte gesagt, nein. Weil ich... What the fuck? Hier ist Rauchen verboten. Gut. So kann man sich's auch abgewöhnen, ne? Geh nur Frank von der Mode, vielen Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen zurück. Ich war das jetzt falsch oder nicht? Achso, warte mal. Achso, ich habe geraucht. Das war ein Fehler. Okay. Rauchst du? Was macht er da? Siehst es, und deswegen sollte man nicht rauchen. Da habt es, das passiert. Da, deswegen sterben die Raucher immer. Weil irgendwann passiert das. Man ahnt nichts, auf einmal, bumm. So ist es. Hab schon mal gefragt, warum Raucher sterben? Du wisst es. Ha? Rauchst du? Ja, jetzt nicht mehr. So ist es, Dagi, so ist es. Ja. Kannst du nachher die Party mal fragen? Ne, die ist ja noch nicht explodiert, glaube ich. Halte die Luft sauber. So ist es. YouTube Girl, danke für 30 Monate. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Dankeschön. Bei E-Zigaretten kann das tatsächlich passieren. Das stimmt, ja. Aber ich glaube trotzdem, E-Zigaretten, glaube ich, ich bin jetzt kein Arzt, aber ich glaube trotzdem, dass E-Zigaretten gesünder sind als normale Zigaretten, oder? Würde ich jetzt sagen. Also, sie sind nie. Also, jeder Lungenarzt sagt, in die Lunge gehört nur Luft. Aber ich bin kein Arzt, keine Ahnung, aber ich würde es immer so aus dem. YouTube Girl, herzlich willkommen zurück. Komm auf die Mengen. Ja, klar, klar, klar. Zu langsam. Was das Schnauze? Kanjiro, danke für 13 Monate. Vielen Dank. Dankeschön. Sind gesünd, aber nicht gesund. Ja, genau. Da muss ich enttäuschen. Kannst du meinen Anteil da gerne haben. Man weiß es noch nicht, da es noch Langzeitraucher gibt. Ich glaube, also mein Kopf sagt mir halt so, dass beim Rauchen verbrennst du ja Schadstoffe. Ne? Da entsteht ja Teer und all diese Sachen. Und das ist in meinem Kopf halt schädlicher als diese Flüssigkeit. Weißt du, so, weil du nichts verbrennst. So, weißt du? Das ist so. Aber vielleicht habe ich auch Unrecht. Keine Ahnung. Jetzt war ich schnell. Hey, wie geil. Oh, fuck. Ich bleib einfach hier. Mei, mach ich Kaffee. Wir bleiben hier. Kann man machen, danke für 33 Monate. Das war's jetzt aber, oder? Ah. Wie viel Laser waren es? Chat. Waldjell. Sechs oder sieben? Fünf, glaube ich. Sechs. Ich glaube, sechs. Das war so ein Sternengitter. Boah, keine Ahnung. Sechs? Okay, alle sagen sechs. Dann sagen wir dann, wenn der Chat sagt sechs, dann sage ich auch sechs. Der Ton war ja mal absolut unangenehm. Echt, whatever? Also. Krass. Wir geben was essen. Ach, Viking, dankeschön. Wie geht's dir? Hallo, mein Schatz. Viking, hallo Putin, hallo bester Chat, da hast du recht. Bin heute der Viking. Hey, du bist nicht zu spät dran, du bist gerade richtig. Viking, wie geht's dir?
Danke für 25 Euro. Herzlich willkommen. Wie war dein Tag? Viking, ich habe hier extra schon Kaffee für dich gemacht. Viking, danke schön. Herzlich willkommen im Stream. Kommen Sie rein und gönnen Sie sich einen Skittles. Viking, danke schön. Und ein Asthma-Spray, wenn du brauchst. Haben wir heute auch. Heute haben wir ein bisschen was im Angebot. Warm Viking, du, weil wir so drückend ist es heute, gell? Viking, danke schön. Ich hoffe, dir geht's gut. Warm ist mir auch. Aber nicht mal lang, Viking. Nächstes Monat ist schon Herbst. Okay, ich lag hinter mir. Viking, danke schön. Schnelles Laufen bringt dich voran. Was ist das da vorne? Eine Box? Kommt da was raus? Viking, vielen Dank nochmal. Schön, dass du da bist. Danke für deinen Support. Auch die letzten Monate immer schon. Viking, ich hoffe, irgendwann sehen wir uns. Irgendwann. Ich hoffe, du schaust so lange zu. Oh. Gibt da welche ohne Nikotin? Eine Kamera? Hä? Mit wem darf ich von euch fotografieren? Oh, die, pass auf, da passiert doch was. Die verwandeln sich doch. Okay. Putzi, ich schaue seit seinen ersten Videos zu, aber nicht böse, dass ich kein Abo mache. Hä? Nee, warum soll ich böse? Alles gut. Dann den Re... Ich habe Angst, dass was passiert! Oh, der tötet mich doch. Oh! Ha! Ha! Ausgewichen, Drecksau! Welche Farbe hatte der letzte Blitz? Hä? Der hat eine Farbe? Welche Farbe hatte der letzte Blitz? Blau? Ich hab... Okay. Balu, danke fürs Gift. Jetzt hat man Kevico. Ha! Kevico, jetzt hast du auch einen Datensatz bekommen. Siehst du? Kevico. Denn du entkommst halt nicht. Ich hab gar nicht gesehen, dass da ein Blitz war. Sebastian, hallo, du hübschen. Dragetani, dich hab ich noch gar nicht... Aber gerade im Kopf hab ich dich. Cyan. Was ist denn Cyan für eine Farbe? Was ist Cyan? Nur was ist Cyan? Was ist Cyan für eine Farbe? Türkis? Blau. Okay, dann sagen wir alle blau. Danke, Balu, nochmal. Dankeschön. Und Nini Martini, danke für 10 Minuten. Vielen Dank. Tigerkili, okay. Schöne Fotos. Ziehen wir auch vom Chat. Der läuft ja am Gang. Robby Dabby. Welche Farbe hatten seine Augen? Alter! Ich hab mir nicht keine Augen gesehen! Schwarz, braun oder schwarz? Tim, was hab ich für eine Augenfarbe? Hä? Hab schon mega viele Komplimente. Ja, Lini Martini, du bist die zweite, die mir das heute erzählt. Habe schon mega viele Komplimente für deinen Merch gekriegt. Du bist die zweite, die mir das heute erzählt. Ach, danke, freut mich voll. Hätte ich nie gedacht. Geil. Schwarz? Ich hätte auch schwarz gesagt, eher, ne? Dankeschön, danke, dass du mich Bescheid sagst. Freut mich. Ich freue mich, dass du gut ankommst. Danke dir. Damit habe ich ja halt nicht gerechnet, dass Leute sagen, ey, ist cool. Der Gedanke kam mir gar nicht. Aber freut mich. Welche Farben haben meine Augen? Balu, hatte ich. Hattest du nicht. Das blau oder grün waren deine Augen, glaube ich. Schau dieses Mal genauer hin. Okay, Chat, wir müssen hinschauen. Ja, Mini, finde ich auch, finde die Qualität ist geil, gell? Oh Gott. Drecksau, du. War das rot? Welche Farbe hat seine Augen? Rot. Rot! Luna Kage, rot! Hier ein Gespenst, den rot ist. Rot, was? Ah, so.
Rot! Ich glaube, das war schwarz. Raptorenseele war rot. Marilux. Die Marilux ist auch rote Augenfarbe. Nee, Marilu, du hast, glaube ich. Du bist so eine grünaugenfärbige Person. Nächstes Level. Der Blümi ist so ein typisch grau, grün oder blau Mensch. So. Das ist einfach so einer. Ist halt so. Nein, blau. Ah, okay. Ja, der Linse live, der Blümi ist so einer. Du wirst es sehen. Ja, der ist so einer. Bei den Bildern hat sich nichts geändert, ne? Bei den Bildern? Alles gleich. Die Mods chillen noch, alles gut. Ich hab ich. Robby, du Braune. Gehört Ananas auf Pizza? Hä? Gehört Ananas auf Pizza? Nein? Ja. Hä, wie lustig. Also, ich finde auch, auf Pizza gehört es schon. Ja, ich habe noch nie den Chat so aktiv die letzten halben Stunde gesehen. Kannst ein Mörderprogramm. Aber bei der Frage, alle werden sie wach. Alle werden sie wach, gerade die Leute, die noch im Pool sind. Moment, Mutti, Moment, warte, bring mir dieses Handtuch. Ich komme, warte, lass mich schreiben. Aber sofort. Das ist wie bei Butter Nutella. Alle, Moment, warte, ich da, jetzt komme ich. Ich sage ja, weil ich, also ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich finde es nicht, das Ding ist, ich muss ja nicht bestellen, ich finde es gehört da drauf. Ich habe ein bisschen Angst, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Okay, es könnte nicht drauf, es könnte nicht drauf, es könnte nicht drauf, es könnte nicht drauf, es könnte gar nicht drauf. Das war auch so laut gerade. Oh. Das war der Blickzwerg. Oh. Das war so laut gerade. Kleine Insel. Euch mag der Name. Kleine Insel. Danke für den Prime Sub. Auch Kleine Insel ist ein schöner Name. Oh, hallo. Dankeschön. Kleine Insel, zum ersten Mal da. Gibt es der Kleine Insel ein paar Kakteen. Die ist zum ersten Mal da. Hallo, Kleine Insel. Und Sanjo Lorenzio, danke für 6 Monate. Vielen lieben Dank. Hallo, Putti, freue mich auf deinen Stream. Ja, Sanjo Lorenzio. Ey, richtig geiles Spiel. Oh, blöde Scheiße. Immer der. Danke euch beiden. Bei diesem Thema wird man sich nie einig werden. Das ist wohl wahr. Aber wer, was hätte ich jetzt, wenn ich gleich hier wäre, dann. Wäre dann auch ein Zombie kommen? Man weiß es nicht. Super, geil, Sass. Lustig. Das macht Spaß. Spinnst du anders, macht die Pizza nass. Ist das so? Finde ich gar nicht. Mir gefallen deine Subroulette-Animationen. Die sind neu, Linse Live. Ja, ja, ja. Ich habe auch. Ey, ich zeig dir ganz kurz. Mach ich nur für dich. Ich habe auch jetzt hier neu. Siehst du hier neue Alerts? Also Startscreen, Endscreen. Und ja. Also ich habe neue Linse Live, wie das so da ist. Ja. Das ist der Geist, der auf dem Shirt drauf ist. Auf meinem Merch. Oh. Hast du Angst vor der Dunkelheit? Chat, haben wir Angst vor der Dunkelheit? Ey, als Kind hatte ich Angst. Weißt du, wenn so hier die Vuinetta da wäre und es wäre dunkel. Oder die Kuschelfusel. Dann hätte ich keine Angst. Dann hätte ich keine Angst mehr. Wenn der Kratel oder der Puder, hätte ich Angst. Oder der Monk. Huh. Der Monk im Dunkeln. Boah, hätte ich Angst. Haben wir Angst? Ich mach mal nein. Was kommt dann? Oh, du Drecksau! Oh, Leute, jetzt ist ganz schlecht gerade. Blechsack, Dreckschwein. Blechsack, 10 Euro. Mach doch nicht mit den Ninja. Ich mag dich aufwachen. Blechsack, danke für 10 Euro. Du verrückte Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, Blechsack.
Dankeschön. Oh, Tabea! Hallo Putzi, hallo Chat, bitte entschuldigt vielmal meine Verspätung. Tabea ist in Ordnung. Setzen Sie sich bitte hin, nehmen Sie sich einen Kuhriegel und geben Sie. Nein, Tabea, vielen Dank für Frau Rumplexe. Danke euch beiden, Dankeschön. Tabea, ich habe nur TDS aus wegen Horror. Dankeschön euch beiden, herzlich willkommen. Wie geht's euch? Sie geht's aufwachen? Was ist, wenn ich auf Ja. Warte, ich geh mal nochmal rüber. Ich geh nochmal. Oh, ich geh nochmal rüber. Sie Bros, hallo mein. Hä? Wer ist er denn? Hä? Was hat Chai Luna gesagt? Hat das jetzt irgendwas gemacht? Aha! Kann, aber ich gehe trotzdem jetzt links, weil ich weiß, die erste Entscheidung. Kann das sein, dass die Antworten auch. Also, das Spiel könnte man quasi theoretisch zweimal durchspielen, ne? Immer das andere nehmen, dann hätte man, glaube ich, weil es gibt, glaube ich, andere Sachen auf der anderen. Die Beleuchtung wird für eine bestimmte Zeit außer Betrieb sein. Oh, weil ich Nein gemacht habe. Oh, ach nee! Weil ich Nein gemacht habe! Ah, oh, die Drecks. Nein! Es war der Blick! Nein! Auch! Jetzt habe ich doch Angst. Sensei King, oh shit. Oh. Jetzt, ich hab gedacht, Schlappe! Blübi, halt mich! Jetzt habe ich doch Angst, ich sehe. Ach, aje. Oh, bitte keine Spinne oder sowas. Oh, Licht. Jetzt steht jemand hinter dir. Ey, macht's, was ihr wollt. Dreht euch selber um, sie, Bros. Blickt euch hinter mir, ha! Du Dreckser. Warte mal. Ah! Ich glaube, ich gehe schlafen. Oh, Leute, ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Ich mache jetzt einen Schlafstream die nächsten 3 Stunden. Oh, da seid ihr heute. Robroy, du verrückter Fisch, Robroy. Robroy, pass ihm auf, dass es mir gut geht. Fürs Planschbeck, für die Stromrechnung. Robroy, danke schön. Vielen Dank für 25 Euro. Robroy! Ey, Robroy, auch danke dir, genauso wie Nefriteri. Danke für dir für die letzten Male. Robroy von ganzem Herzen. Vielen Dank für die letzten Wochen. Dankeschön. Och, Blackjack immer wieder. Ihr wisst eh, wie er heißt. Viking. Leute, vielen Dank. Robroy, danke für 25 Euro, du Verrückter. Dankeschön. Und ich hoffe, wir sehen dich auch mal live. Vielen Dank. Mua, Dankeschön. Und jetzt gehst du vor. Oh. Mir ist richtig warm. War sein Mund offen? Meiner war offen. Chat, war der Mund offen von dem gerade oder? Nee, oder der war zu. Ich glaube, der war zu, gell? Kappa, Papa, danke für 8 Monate und dann das Tante Sophie, danke für 33. Dankeschön. Robroy, ich habe dich gerade nicht gelesen, aber du hast sicher was ganz Nettes geschrieben und ich danke dir nochmal ganz herzlich. Vielen lieben Dank. Robroy, wirklich von ganzem Herzen. Genau wie die Miauz, was eh. Babsi, Petili, alle die. Applet, Lava, Hasis. Die Hasis auch. Zu viele, als dass ich jetzt alle voll sagen könnte. Ich sag nein. Ja, Dalia, ich freue mich auch. Polaris freut mich wirklich. Blümi, eh. Ich, nicht böse, wenn ich jetzt einen nicht genannt habe, ja. Sind zu viele, um zu nennen. Das Fotogramm von der geschränkten Wand. Oh, Robroy, geil. Geil, freut mich. Freut mich. Ich bin bald fertig. Also, bei der Hälfte sind wir gerade. Mach dich für die nächste Herausforderung bereit. Okay. Mami. Wie bitte? Oh, nee. Oh, jetzt. Nein. Boah, dass diese Scheiße allein mit dem verunsichern kann. Weißt du, was ich meine? Baldur, danke für 52 Monate, 3,5 Jahre. Baldur, danke dir.
Kaputt, dann leck mich doch am Arsch, ich bin entfetzt. Roter Knopf. Soll ich den einfach jetzt drücken, oder wie? Ted, soll ich den Knopf drücken oder nicht, Ragelitania? Hallo Foxy, mein Schatz, wie geht's dir? Wir müssen den Knopf nicht drücken. Nö. Also, weil man will, weil da, also, aber ganz kurz, wenn ihr mal so eine kleine Exkursion in so ein Atomkraftwerk macht, ja, dann nicht den Knopf drücken, nur weil er denkt, oh, er ist rot, ne? Also, Chat, wisst ihr, was ich meine? Also, Neugierde, ne? Nein, plötzlich macht man nicht. So, oh, der Blümi, oh, der blinkt sogar, oh. Nee, das muss da, doch. Fuck, ist es unheimlich. Ich drück nochmal. Das ist wie eine Donation. Bist du deppert, Wolkenpfote, mit deinem Dings auch noch ins Kombination? Oh. Ich, ey, das hat tausendmal mehr Jumpscares, als ich gedacht habe. Bist du deppert, aber jeder anders als der andere. Also so kreative Jumpscares habe ich noch lange nicht mehr gehabt. Und ich war mal so unsicher, ob ich das dann spielen soll. Oh, das ist wieder der Dude, aber da war der Mund offen. Folgenpfote, meine Corgi, wie geht's dir? Ich nehme dich gerne in die Hand und führe dich durch den Wald. Folgenpfote, danke für 10 Euro. Folgenpfote, kriegst du auch ein paar Skittles. Dankeschön, vielen Dank. Und danke auch dir für die letzten Wochen. Soll ich nochmal drücken? Wie viele Zombies hast du gesehen? 4? Ah, oh, scheiße. Chat, 5 oder 6? Wolkenpfote, das war perfekt. Was fangen wir vom Blackjack? 5 oder 6? 5? Ich hab's nicht gezählt. Ich hab halt so gemacht. 5? Okay, 5. Die Leute sagen 5. Slipknot sagt 6? Ich war mir auch nicht sicher. Oh, scheiße, sagen alle 6. Ah, jetzt sagen alle 6. 6. Da hat man's wieder. 5 war ungerade. Aber ich glaube 5, weil die Luna Kage sagt ungerade. Es kann irgendwie... Klingt als... Die Luna Kage klingt, als hätte sie Ahnung. So. Die Rosa und die Giri 69. Ich glaube, die Rosa und die Giri, weil ich so gemacht habe, hat ein paar mehr gezählt. Ich trinke ein Holy. Na, wie lass das schmecken? Ich hab auch schon eins weggeleert. Das Ding ist halt, dass viele Sachen passieren in dem Spiel so schnell. Ich check gar nichts. Robo, Wolkenpfote, danke euch beiden nochmal. Dankeschön. Vielen Dank für euren Support. Und schön, dass ihr da seid. Ist doch nicht so schwer, oder? Naja, gut, ich habe ja auch 1200 Leute, die mir gerade helfen. Party! Ah, shit. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Chat! Ah, wie viel waren's? Chat, wie viel waren's? Habt ihr mitgezählt? Wie viel waren's? Sammy, mein Hübsche! 12 oder 11? Oh, shit. Oh. 11? 11? Ah, ja. 11. Die meisten Leute sagen 11. Powerpuff Girl, hallo mit dem Spiel, geht's ja. Oder 13. Kevin, ich kann nicht in der Mitte durchgehen. Hab mitgezählt, safe 11. Luna Kage, die ist verrückt. Okay, 11. Sammy, was gibt's Neues? Schön, dass du da bist. Oh, du Hasi, mein Hübscher. Wieso fühlt sich nur den Beat? Hasi, wie geht's dir? Die Saskia ist auch da. Die ist sehr treu geworden. 11, meine Glückszahl. Meine auch. Okay, 11, Glückszahl. Bei mir ist halt alles 11 immer. Budibischu. Ich hab Käse mit Nudeln. Ja, dann kann's dir nur gut gehen. Okay, 11.
Ich denke, du bist definitiv bereit für mehr Herausforderungen. Das bin ich wirklich. Das hat auch schon meine Mutti gesagt, dass ich ganz intelligent bin. Und sie würde mich ja nicht anlügen. Wer hat sich gerade angeschissen von euch? Oh. Boah, was ist das da vorne? Sammy, das ist so ein Troll-Horror-Game. Super lustig, aber es macht echt Spaß gerade. Gerade danke fürs Gift jetzt hab. Hier stinkt's. Bedanke ich bei der Minerva. Oh, die liegt am Boden. Oh, die steht jetzt auf und rennt mir entgegen, oder? Wer hat ihn getötet? Links oder rechts? Morgenbrote, danke für 10 Euro. Dankeschön, Morgenbrote nochmal. Hallo, mein Schatz. Ach, Morgenbrote, wollt ihr mich erschrecken? Steht links oder rechts? Oh. 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 Keine Ahnung, wer es war. Morgenbrote. Das war ein teurer Spaß. Vielen Dank, wenn Sie da noch mal morgen vor. Ich hoffe, wir sehen Sie auch mal. Dankeschön. Sobald meine Schwester einen sympathisch findet, die ist super, ey. Ja, die muss man mitnehmen auf Gamescom oder so. Und du musst auch mal, dass wir uns da mal wiedersehen, würde mich freuen. Polaris. Links? Ich meine, das ist, glaube ich, nur raten, oder? Man kann es nicht wissen. Ich. Gut, links. Dann war es doch recht. Vielleicht war es auch einer hier. Vielleicht war es auch der Kevin. Oder der Seabros. Oder der Blittle Butterfly. Oder Romeo. Rechts, denke ich. Ich war nicht Carolita. Nimm den Tatort unter die Lupe. Ich bin ein Tatortreiniger. Habe ich eine Lupe? Ey, jetzt machen wir wieder Licht an. Oh. Hey! Am Gang bin ich gelaufen! Lino, hallo Lino! Wie geht's dir? Ja, herzlich willkommen zurück! Schön, dass du wieder da bist. Was gibt? Wo warst du lang? Wer hat ihn getötet? Moment, aber ja, rechts lief doch gerade nach links. Aber also er. Die sehen halt gleich aus, nur der. Wer von den beiden war's? Also, hat der so ein Geweih gehabt? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab das Gefühl, es war der, aber. Hatte der so ein Geweih? Also, er ist nach links rübergelaufen, hat er so ein Geweih? Ich glaube, es war der. Und das stimmt, ich untersuche den Tatort. Aber was schaue ich mir da an? Ich hab mir nix. Kann ich. Was ist, wenn ich da hingehe? Okay, ich hab geh wieder zurück. Ah, oh! Gottes Willen, Edith und Och, Leute, ich hab. Tragitalia, meine Hübsche! Danke für 10 Euro. Tragitalia, wie geht's dir? Hallo, mein Schatz, Tragitalia. Die war's sicher nicht, die könnte sowas nicht. Tragitalia, wie geht's dir? Was gibt's Neues bei dir, mein Hübsche? Du gehst jetzt Schlock auf Schlock. Ey, danke, ich sag dir. Tragitalia, auf dich, mein Hübsche. Die würde sowas nie machen. Hey, gib mal recht. Ich sag trotzdem, dass es links war, oder? Dann sagen wir, dass es links war. Komm. Wenn du warst, der leider krank und dann muss ich Karten sitzen. Oh. Okay, ja, links. Okay, okay. Na ja, schön, dass du wieder da bist, Lino. Bin derweil daheim in Deutschland und auf Urlaub. Oh, geil. Wo bist du gerade? Bist du gerade in einem Hotel oder bei deiner Mutti? Oder wo seid ihr gerade? Gab es nicht bei so einem Geweih auch Ghostwatchers? Ja, die Skins sind geistig, mein Baby, ne? Lino, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, es war richtig jetzt. Okay, Hilfe ist da. Habe ich jetzt irgendwas bekommen? Das ist doch der Chat, wenn ich wieder mal 5 Minütchen zu spät komme. Ich sehe es doch. Aha, da hat der Schuft wieder mich 5 Minuten warten lassen.
diese Drecksau. Ich werde ihn gleich in dem Chat alt nennen. Haha, das hat er jetzt davon. Das seid doch ihr. Ich kenne euch. Das ist der falsche Finger. Hä? Hey. Das war ein Zeigefinger. Rollator, genau. Ja. Zurück in Italien. Wo bist du denn gerade? Yves, warte mal, was hat Yves geschrieben? Yves, meine Hübsche, wie geht's dir? Na, dir Mäuschen, hab heute einen heftigen Tag auf der Arbeit gehabt. Boah, ein ganz dickes Bussi. Yves, halt mal deinen Kopf her, Yves. Und jetzt bist du heim und jetzt denkst du nicht mehr drüber nach. Jetzt haben wir einen geilen Stream. Schön, dass du da bist und ich hoffe, nicht so schlimm gewesen. Pfeil auf Bild. Leiche. Wer hat ihn getötet? Pfeil. Der war's. Die kleine Ilse. Jetzt geh nach rechts. Ach so, ich soll voll nach rechts gehen. Ah. Okay, dann gehe ich halt nach rechts. Lieber Chat, wie geht es euch? Hey Lino, super. Also ich glaube, kleine Ilse, wie geht's dir? Meine Oma heißt Ilse. Und das heißen sehr wenig Leute Ilse. Und deswegen mag ich den Namen. Natürlich. Das Spiel hilft. Das ist lustig, oder? Es ist ein super geiles Spiel. Du bist so gut wie Sherlock Holmes und auch so smart. Geh da nicht rein. Der Chat geht vor. Ich möchte hier nicht hin. Okay. Shit. Okay. Nari, hallo. Was ist das an der Wand? Das ist hinter mir. Oh, du drin! Boah, welche Art von Vieleck? Hä? Vieleck? Was ist ein Vieleck? Welche Art von Vieleck war in diesem Video zu sehen? Siebeneck oder Achteck? Was? Welche Art von Vieleck? Chat, war ein Siebeneck oder ein Achteck zu sehen? Ich hätte im Moment getrunken, Sammy. Was ist ein Vieleck? Was ist ein Vieleck? Ein Vieleck. Vieleck. Weil es hat mehrere Ecken. Ach so! Ich habe übrigens gekocht. Ja, danke, Nui. Patrikovic, danke für den Raid. Hallo, mein Schatz, wie geht's dir? Herzlich willkommen! Dankeschön für den Raid, was hast du gemacht? Ich hoffe, du hast einen schönen Stream gehabt. Ein Kreis mit vielen Ecken. Ja, aber welches Vieleck war zu sehen? Sieben oder Achteck? Dankeschön, Feeling war Patrikovic. Ich bin ein Horror-Game! Hallo, Patrikovic, der Hübscheste. Sieben? Ich habe es gar nicht gesehen. Okay, sieben Ecken waren zu sehen. Patrikovic, was hast du gemacht? Mach nochmal an. Jetzt geht's nicht mehr. Es ist ein Horror-Game, was wir gerade spielen. Aber da kann der Chat mitmachen. Ist lustig. Oh, danke, Nui. 7 ist magisch, deswegen 8. Na komm, dann machen wir 7. Alles, ein paar Leute haben viel um 7 gesagt. Ich hab's gar nicht gesehen. Man ist immer so abgelenkt von anderen Sachen, die passieren. Die Liz ist dabei. Hallo Liz, wie geht's dir? Was hat dein Patrikovic gemacht? Deine Leistung ist ein neuer Meilenstein. Bisschen Farming-Simulator. Patrikovic, ich fahr mit dir überall hin. Und pflück Tomaten. Deine Leistung ist ein neuer Meilenstein. Danke nochmal. Vielen Dank für den Raid. Und herzlich willkommen bei uns. Bücher!
Davon steht wer. Der läuft auf mich zu, wenn ich näher gehe, oder? Weißt du, so bin, das bin ich im Hochsommer. Ich bin auch so weiß. Das ist die hier, die Marilux gewesen, die Bibliothekarin. Sap, 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 sap. Hä? BB Games, danke für 29 Monate. Und Black Rabbit, danke fürs erste Monat. Dankeschön euch beiden. Herzlich willkommen, Black Rabbit, fürs erste Monat. Dankeschön. Vielen Dank für den Sub. Danke von Prime Sub. Welche Hand hat er verloren? Die rechte oder die linke? Ich hätte die rechte oder die linke Hand? Hey, na, mein Lieber. Ja, Matze, hallo, wie geht's dir? Die linke? Was, die linke? Ich erinnere mich gerade gar nicht. Du bist ein sehr schreckhafter junger Padawan. Ich, Padawan? Ich spiele seit mehreren Jahren nur Horror Games. Padawan nicht, aber schreckhaft bin ich. Hab geblinzelt. Marilux, warum? Warum blinzelst du? Hör doch endlich auf zu blinzeln. Das muss... Nein, Spaß. Du sitzt jetzt so da. Putzi, vergiss gleich nicht, deine Windel zu wechseln. Ah ja, Chat, wenn wir eine Windel brauchen, eine frische. Wir haben nur noch die kleinen, ja? So hier. Liv Sluna, wir haben nur noch die kleinen. Na, hier. Gradlon, Kimmens, Rob Roy, kommt her. Na, so. Wir haben nur noch die kleinen. Müsst halt dich ein bisschen reinquetschen. Okay, also der linke. Na toll. Großer Onigiri muss halt... Muss man wieder ein bisschen eng halten. Hätte noch ein paar hier. Dann nimm ein paar mit. Windelparty. Würde er reiche für mich. Du bist 1,55 Euro. Mir geht's gut. Oh, du bist schon abgehärtet. Bist du nicht schon abgehärtet? Matze, naja, abgehärtet. Angst? Also es gibt schon noch Games, wo ich Angst habe, aber das sind ja Jumpscares. Und von Jumpscares erschreckt man sich eigentlich. Also, deswegen heißt es ja Jumpscares. Also, Jumpscares haben weniger mit Angst zu tun, weißt du? Aber ich habe immer noch es gibt Spiele, wo ich immer noch Angst habe, aber erschreckt mich eigentlich. Ich bin sehr schreckhaft, nach wie vor. Du hast ein weiteres Level geschafft, das Ende ist in Sicht. Ich glaube auch, ich habe Angst, dass... Da machst du jetzt auf und da kommt irgendwas rein, oder? Boah, ich hasse, wenn die Tür nur so halb aufgeht. Ah, Professor und Jonalessa, danke schön für eure Subs. Herzlich willkommen, du Fukani, danke für 4 Monate. Und Tekener, danke für 14. Herzlich willkommen, danke schön. Danke für die ganzen Subs gerade wieder. Das ist die Meme. Die lacht auch immer so. Ölig! Wir geben uns echt! Oh, die frisst wieder so viel. Gradlon! Ich seh's dir gerade. Gradlon für 20 Euro! Gradlon für 4 Minuten! Gradlon! Dankeschön! Und Gradlon, ich gratuliere dir nochmal zur neuen Arbeit! Dankeschön, Gradlon! Vielen lieben Dank! Dankeschön! Gradlon, ich gratuliere dir nochmal zur Arbeit. Gradlon, danke schön. Gradlon eine neue Arbeit gefunden. Freue mich sehr für ihn. Gradlon, danke schön. Vielen Dank. Und schön, dass du nach wie vor immer noch da bist. Ey, Gradlon, ich freue mich für dich. Warte mal. Gradlon, danke schön. Vielen Dank. Und schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Ja, Gradlon, geil. Danke dir. Und Juna Lesser. Okay, da ist lachendes Gesicht. Meine Vermutung. Ich schaue jetzt diesen Gesichtern so nach. Da. Und pass auf, und ich suche die jetzt und dann ist irgendwo so ein hässliches Gesicht. Wetten? Gesicht?
Wie viel Smile-Aufkleber sind es? Warte mal, kann ich einfach zurückgehen oder hinter mir dann was? Okay, Chat, wie viel Smiley? Wo kommt jetzt da noch irgendwas? Okay, nicht. Oh, gerade noch Dankeschön noch einmal. Vielen Dank für 20 Euro, deutsche Übertreiber. Dankeschön. Na, geil. 5 ist eine Lüge, was da steht. 1, 2, 3, 4, 5. Moment. Gibt's hier noch mehr? Ah! Chat, ihr müsst zählen. 6, 7, 8. 8. Ah! 7, 7, 8, 9. Oh, oh, Chat, herrlich. Da brauchst auch kein Holy Energy mehr nach so einem Stream. Oh. 9. Also 9 hätten wir, weil der eine ist ja weg. Ne? 9. 9, oder? Hab ich mich verzählt? Das kann gar nicht sein. Hab ich mich verzählt? Ich hasse es, ich will nicht mehr. Karin, du gehst jetzt mit! 1. Wir sind noch nicht am Ende vom Chat. Das richtige Horrorgame beginnt heute noch, gell? Wir sind noch nicht da. Das krasse Horrorgame beginnt in einer halben Stunde. Nur damit ihr wisst. Also, krass wird's heute schon noch, gell? Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Wirklich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte. 6, 7, 8, 9. Ich hab vorhin 9 gezählt, das war 9. Trollhorror ist das Krasse. Nein, Trollhorror, das ist Trollhorror. Das richtig Krasse ist das erste. 9. Man spielt eigentlich eine Runde Worms. Worms? Ich? Warum? Ich habe nie Worms gespielt. Wir haben ihn damit. 9 ist es! Ich sag, es ist 9. Der Chat kann nicht zählen. Nein, der Chat ist unfehlbar. Du musst etwas übersehen haben. Willst du mich ein bisschen verarschen, hä? Soll ich dir jetzt gleich ein Knackwatschen geben, oder wie, hä? Knackenklatsch, oder wie? Ha! Ich hab mich nicht, ich hab sogar nachgezählt! Es waren 10. Du Drecksau, ich hab's genau gewusst! Chat, jetzt genau zählen. Es haben auch einige von euch 9 gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Acht. 19. Jetzt! Nee, Moment! Minus 1! 9! Es sind wieder nur 9! Es sind wieder nur 9! 9! Warum sagt ihr? Der hat doch nicht mehr. Der ist doch weg! Warum minus? Keine Ahnung. Du hast 10 gezählt. Ja, aber er ist doch weg. Nee, es war ein lustiger Jumpscare, weil es von links kam. Der Sticker ist jetzt weg, deswegen 9, oder? Also ich habe insgesamt 10 gezählt, aber jetzt ist ja einer weg, also 9. Achso, wie viel ich gezählt habe. Gezählt habe ich 10. Aber hier sind nur 9. Ja, das ist immer so eine Ausfragesache. Das mal. Ja, okay, gezählt habe ich 10, aber 9. Das ist. Ah. Das. Ja, das ist halt wie eine Fangfrage. Okay, dann halt 10.
Ihr Gespenst, die machen, was sie wollen mit mir. Siehst es? Du wirst die Dunkelheit besiegen. Richtig. Ich mach Handylicht an. Und ich kann bitte nicht wieder irgendwie so... Das war ein kurzer Gang. Eine. Jetzt hat mir einen Schlüssel. Tabea, geben Sie mir bitte den Schlüssel. Eine Fangfrage. Titt, ich brauche einen Schlüssel. Oh. Remux, ich wurde Pinsel. Remux. Eine Lupe. Den Schlüssel. Kann ich zurück? Oh, shit. Sie springen mir jetzt nicht ins Gesicht, wenn ich Ihnen zu nahe komme, oder? Ich glaub schon, aber... Du rennst mir jetzt nicht entgegen. Das würdest du doch nie tun, oder? Hat er wirklich nicht. Na gut, dann vielen Dank. Aber jetzt kommt er jetzt. Du bist weg, oder? Okay, hat er wirklich? Na, Chat, da muss man ehrlich sein. Hat sich ja richtig gelohnt. So habe ich das Gefühl, dass das Ende von One Piece sein wird. Hä? Da habe ich doch was schreiben gehört. Ah, da hinten. Drecksau. Er hat gewartet. Ich habe. Siehst du, gewartet hat er, dieses Schwein. Oh, die Sau hat sich da oben hingehangt, der Blümi, mit seinen kleinen Beinchen. Ich sag so, okay, ist das so? Oh Gott, ich hoffe nicht. Ey, Feiz, ich hab gar keinen Ahnung von One Piece. Ist die Schatztruhe leer? Ja. Nicht jetzt Jumpscare, gell? Ja, die Schatztruhe ist leer, ja, ja. Ich sag ja. Oder habe ich jetzt irgendwie... Oder nein, in der Schatztruhe ist der Holzboden und das ist ja auch was. Oder ein Bakterium. Das könnte ja alles sein. Oder ja, genau, der Luft ist drin. Ja, das könnte ja auch sein. Das sind immer diese Fangfragen so. Ist 3 minus 2 1? Nein, weil eigentlich ist Mathematik ein erfundenes Konstrukt. Und daher steht das so. Das kann ja alles sein. Hat die Sammy wirklich einen schönen Schnauzbart? Man weiß es nicht, weil es wurde kein Foto gemacht und man sieht sie aktuell nicht. Und deswegen könnte sie Namen oder nicht. Und deswegen ist eine Frage, die was man nicht beantworten kann, außer sie selber. Oh, ich dachte, die Antwort war ja offensichtlich. Welche Antwort? Das ist gelogen. Man sieht es auf manchen Fotos. Das. Ja, aber wie ist es jetzt, Sammy? Vielleicht hast du es gestern wachsen lassen. Ein Schnauzbart. Super, jetzt habt's kaputt gemacht, Chat. Super gemacht. Super. Den können wir reparieren. Ja, wollen Pfote. Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Jetzt gerade sitze ich hier wie Santa Claus. Das geht schnell, Sammy, gell? Ich weiß. Nur Moni, danke für den 2 Monate. Hallo Moni. Ich glaube, ich komme ungelegen. Nur Moni kommt sehr gelegen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Kann man reparieren. Putzi muss auch gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ich habe mich so gefreut, euch zu sehen. Oh, ah, scheiße, das kenne ich. Entweder steht hinter mir. Das kenne ich. Okay, selbes Spiel. Fliegt er mir jetzt entgegen oder geht er wieder auf die Seite? Das ist die Frage. Pardon, Forrest, wie geht's dir? Was machst du in unserem Flur? Das ist eine große Wohnung. Fliegt er mir jetzt ins Gesicht?
Okay. Er kommt jetzt nicht mehr von oben. Er kommt jetzt vielleicht von rechts oder links oder so. Ist die Schatztruhe leer? Hab's gewusst, Dreckschwein! Ist die Schatztruhe leer? Ja? Die ist leer! Die ist immer noch leer! Ja, Luft ist drin! Schau von allen Seiten in die Truhe. Oh, Romeo, das ist smart. Schau von allen Seiten in die Truhe. Ja, die ist leer. Jetzt ist die Truhe leer. Die Truhe ist leer. Nein? Ey, kommt's mir jetzt nicht mit. Ja, da ist ein Atom drin. Oder so. Oder weiß nicht. Da liegt was? Hä, was liegt? Da liegt nix. Da ist eine Münze? Hä, wo ist eine Münze? Ein Huhn. Da gebe ich mal. Hä? Da ist ein Huhn. Na, das ist jetzt... Hä? Oben rechts? Da ist eine... Da ist eine Münze. Das sieht... So eine... Malicious Mango! Das glaubt dir nie. Ey, wenn du das auf der nächsten Familienfeier erzählst, glaubt dir niemand. Mr. Bohnenbaron, danke für deinen Monat. Vielen Dank, danke schon. Das glaubt dir nie. Der Hase rechts oben im Eck! Ja, rechts oben, hier! Hier! Nui, darf ich ein Holy? Okay, Hibiskus, bitte. Da, Dicke, Deckel. Da rechts oben! Ich seh's nicht! Hasi! Hier! Ich schrei? Achso, die Noah sagt, ich schrei. Hier! Hätt's auch nicht gesehen. Ja, ja, es ist Task. Weg von der unserer Spardose. Der nächste Japan-Urlaub kommt bestimmt, ne? Ist die Schatztruhe leer? Nein! Da war was, Pixelpony! Nui, wir geben was essen! Julie-chan! Hallo, mein Schatz, wie geht's dir? Ich war jetzt durch meinen Urlaub länger nicht mehr dabei. Es macht so viel Spaß. Ich gehe weiter zu erschrecken. Danke, lieber Putzi. Julie, danke für 20 Euro. Hallo, mein Schatz. Danke für den Support. Wie geht's dir? Wo warst du auf Urlaub? Wie war der Urlaub? Ist die Schatztruhe? Nein. Dankeschön, Tunichan. Danke für 10 Euro. 20 Euro. Dankeschön. Und schön, dass du wieder da bist. Blind den Maulwurf. Ja, meine Mods haben es mir im Mod-Channel geschrieben. Tunichan, danke für 20 Euro. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, dass du uns vermisst. Nein, ist nicht leer. Tunichan, vielen Dank. Und schön, dass du da bist. Wie war der Urlaub? War mit Hunan dran. Nein. Julie, danke Nui. Kannst du da oben noch Wasser rein? Einfach immer voll machen. Danke, danke, danke. Weil sonst ist mir zu. Danke schön. Ja, geil. Hüge und Lema. Hallo. Der Sieg ist in Sicht. Ja. Julie, wo warst du auf Urlaub? Schildrose, mein Hübscher. Der Sieg ist in Sicht. Eigentlich schon wieder jetzt der Blödmann wieder. Die Truhe ist offen. Ich habe Angst, dass der wer raushüpft. In Los Angeles! Tuni, wie war's? Ich war einmal dort. Wie fandest du's? Ich muss ganz ehrlich sagen, LA fand ich ziemlich geil. Also hat mir echt gut gefallen. Wie wird's dir gefallen? Die Truhe. Aber ich kann die ja. Voll der Beat. Hast du braune Augen? Ich hab braune Augen, das Farel, ja. Wieso vertraust du ihm auf das, was an der Wand steht? Vielleicht trollt dich das Spiel. Das Tom, das trollt mich ganz sicher, aber es macht ja ist lustig mitzumachen. Mindestens ein Freund kommt von L.A. L.A., ja.
Okay, Black Forest, der braucht's wieder auf Deutsch. Die Julie Chan war in L.A. Von der erste Fernrennen, das war zwar mega anstrengend, aber auch mega toll. Ich find's auch geil, mir ist auch echt gut gefallen. Und das Essen war nice. In L.A. La. Aber ich hab... Hä? Der 12-Man, danke für 11 Monate und Jumper, danke für 41. Hallo, ihr Hübschen. Der beste Streamer auf Twitch, bleibst du, wie du bist. Na, oh, 12-Man. Aber nur, weil ich so geile Zuschauer habe. Ich sage euch ehrlich, mir macht es immer Spaß, wenn Leute da sind. Und wenn ich nicht so, wenn sie geile Community hätte, würde es mir nicht so Spaß machen. Also danke euch. Oh, shit. Aber ich kann ja... Ich hasse diesen Smiley. Ich, Biestel, den hasse ich. Ich hasse diesen Smiley. Diesen blöden, zufriedenen... Ich mag den nicht. Den mag ich nicht. Diesen... Der weiß nicht. Finde ich doof. Einfach Doppelpunkt und Klammer auf. Zu. Ist doch nett. Ich weiß nicht. Ich mag den nicht. Finde ich doof. Ich hab... Weiß nicht. Hätte genau den mal weg. Der finde ich blöd. Einfach creepy Smiley. Ja, der ist ein bisschen creepy, gell? Der ist auch leicht provokant, finde ich immer. So, der ist einfach so... Weiß ich nicht. Der ist leicht provokant einfach auch. Oh, Gottes Willen! Der war mal sympathischer. Oh, aber nicht so provokant wie wir. Ey, ihr seid wirklich... Also, ihr seid super. Ihr provokant ist ja die wenigsten. Wenn du das so sagst... Oh, den finde ich schlimmer. Töpfen, danke noch für die lieben Worte. Und auch Jumper, schön, dass du da bist. Wir spielen noch was im Anschluss, keine Sorge. Wie oft hast du Gelächter gehört? Fünfmal? Oh, shit. Fünf oder sechsmal? Er hat sechsmal? Boah, der Melissa ist aber sehr überzeugt. Aber war das so? Das kann alles sein. Hab mitgezählt. Melissa sagt sechsmal. Definitiv sechs. Hallo Henning, schon mal hübsch, wie geht's dir? Fünf? Legendag, danke für 3 Monate, wie geht's dir? Vielen Dank für die Ablenkung. Legendag, von was lenke ich dich ab? Sechsmal? Ich sag sechs. Der Chat sagt sechs, dann mache ich damit. Viermal, na, das war nicht Wallehaar. Das machst du super, Zeit für eine Pause. So ein bisschen meine Gamescom-Erfahrung. Wie viele Fragen wurden dir gestellt? 20 oder 21? Legendär. Dank. Von was muss ich dich ablenken? Mein Onkel ist vor 2 Wochen im Alter von 59. Ah, Legendag, das tut mir leid. Tut mir leid, mein Spott. Kuss an dich. Das ist immer scheiße. Von 59 ist echt ein sehr unfaires Alter. Ey, Legendag, tut mir leid. Kuss an dich, lass dich ablenken, mach den schönen Abend mit uns, ja? 21? Legendag, wie viele Fragen wurden gestellt? Puzzleteile 10. Moos, das ist smart. Aber ich kann immer zurück, die Tür ist zu. Jede Reihe hat 6. Oh. Okay, warte mal. Aber wir haben nicht alle voll. Schau das Bild an. Kann ich nicht. Die Tür ist hinten zu. Tom-Druide.
Okay, 20 oder 21. Du hast 21. Ich vertraue auf die Leute und die Leute sind smart. Warte mal, jede Reihe hat 6, 3 fehlen noch. 6, 12, 18. 3 fehlen noch, 21. Nee. Oder? 21 wie mein Alter. Black Forest, meines auch. Ja! Black Forest, geil. 2003er Gang. Ja. High five. Chat noch ein paar 2003er im Chat. Ha? May May. Jawohl. Geil. Yes. 21. Was ist das? Ruhe, Tapia, Ruhe, Ruhe. Okay. 21, die Anzahl deiner Rollatoren. Nein, die Anzahl meines Alters. Beharrliche Kerl zahlt sich aus. Okay, jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ja, 24. Minus 3 war 21. Ja, war richtig. Ne, ich bin 97. Oh, krass. Ja, 2000 Gängler. Die Schildrose auch. Die Schildrose ist jetzt 23 geworden. Auch krass. Ja. Na, Katschan. Katschan, ich bin... Also, Katschan, mein Pass, die Drecksau, sagt, dass ich im November 33 werde. Aber auf den höre ich nicht. Das ist nur eine Zahl, was da steht. Das spuck ich drauf. Ich habe irgendwie Angst, dass ich es kann. Dieses Level ist sehr einfach. Geh einfach nach rechts und du schaffst es. Also jetzt will ich nach links gehen. Jetzt gehe ich nach links. Jetzt gehe ich nach links. Hallo, ich bin ein Rebell. Marketing, da alles Gute nachträglich. Alles Gute zum Geburtstag. Chat links. Gibt es noch Leute über 40? Jessel, wir haben jemanden über 70 im Stream. Aber es ist nicht genauso eine süße Maus wie die 20-Jährigen hier. Hey, ich wollte jetzt alle rechts gehen. 6 Oktober werden 56. Teil 143, 44. Ja, geil, freue mich. Ja. Carina, 42. Hä, wie krass. Ich finde, das nehme ich voll als Kompliment. Also, ich sage jetzt nicht, ne, ich finde, mit 44 ist, ich würde mal behaupten, mit 44 ist man genauso wie mit 30. Da ändert sich nicht viel. So, ne, super. Aber ich finde es trotzdem sehr, wirklich, vielen lieben Dank. Aber das ist so, ich glaube, so bis 25 ändert man sich noch, aber ab 25, da ist man einfach gleich bis 70. Da ändert sich nichts. Soll ich jetzt links oder rechts gehen? Ich will links gehen! Das war sicher dumm! Oh. Oh Gott! Ja, es war dumm! Du bist zu selbstlos, beachte die Angaben. Oh, Entschuldigung. Ja, aber ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Ich habe mit 34 geändert. Glow up! Na, ist auch geil. Aber ich finde so, also, ich glaube, ich bin jetzt genauso wie ich mit 25 war. Silly Lufa, Tag 35 wurde und herzlich willkommen zurück. Dieses Mal stimmt es aber. Geh einfach nach rechts und du schaffst das Level. Wie alt bist du? Hitman, ich bin 32. Hehehe, oh no! Okay, das ist dann nix. Don't trust. Okay, gut. Aber wir wollten es probieren. Ich wollte schauen, was passiert. Noch 32. Richtig, noch. Dieses Mal stimmt es aber. Okay, gut. Dann gehe ich halt nach rechts. Ich wollte schauen.
Hallo Jesse Thiel, mein Hübscher, wie geht's dir? Wie war's in der Arbeit? Geh nach rechts und du wirst den Spieß. Das war ja bei links. Ja, letztes Puzzle, Chat! Wir nähern uns dem Ende. Du hast es verdient. Hey, ich fand das Spiel richtig gut. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe, Chat. Ich bin froh, dass ich es mit euch geteilt habe. Ich finde es richtig geil. Mir hat es echt gut gefallen. Es war sehr unterhaltsam. Also, unterhaltsam ist das Wort. Das ist super Spaß gemacht. Wer ist dein bester Freund? Katze oder Hundi? Also, der beste Freund des Menschen, sagt mir immer, ist der Hund. Aber ich mag Katzen so. Ich mag Hunde und Katzen beide gleich eigentlich. Aber ich mag Katze, weil ich immer Katzen. Ich hatte noch nie einen Hund, aber ich hatte immer Katzen. Ich mag aber beides. Ich finde Katzen super. Ich finde, man unterstellt Katzen oft zu sehr, dass sie. Katzen sind super geil. Katzen kommen zur Tür und freuen sich, dass du daheim bist. Die legen sich zu dir ins Bett und pennen bei dir. Also nicht natürlich nicht jeder, aber macht doch nicht jeder Hund, ne? Aber Katzen sind. Katzen können auch Zuneigung zeigen. So, man sagt das immer so, Katzen, aber Katzen können das auch. Und ich liebe Katzen. Also, ich habe immer Katzen gehabt. Ich liebe aber auch Hunde. Also, ich liebe Hunde. Aber ich, weil ich immer Katze habe, gehe ich jetzt zu Katze. Aber ich mag beides. Ich mag beides. Ich liebe Hunde, ich liebe Katzen. Was ist das denn für ein Anti-Hunde-Stream? Ich liebe Hunde. Die Noah und ich jedes Mal, wenn wir spazieren gehen oder so, und dann ist irgendwie so mit seinem Hund, dann, und die Noah und ich immer, wir freuen uns immer. Und dann kommt aber immer der Besitzer oder die Besitzerin und zieht den Hund dann zurück. Und dann bin ich immer sauer. Weil die Noah sagt immer, ach, bitte einmal lass den Hund laufen. Wir wollen immer, dass der Hund läuft, aber wir wollen nicht auch zu dem anderen und den Hund streichen. So, das würde mir als Hundebesitzer auch voll nerven. So, ich gehe zur Katze. Aber der beste Freund des Menschen ist der Hund eigentlich. Sagt man. Hier, Frettchen. Ja, die sieht man so selten unterwegs. Fast vorbei. Ich vermisse dich jetzt schon. Ah! Twitch ist immer Anti-Hunde-Stream, egal. Hä? Ich liebe aber Hunde. Ich liebe Hunde und Katzen gleich. Ich liebe jedes Tier. Auch meine Shiba Inu Yuki. Nee, ich liebe Hunde. Es ist. Warum? Wofür? Womit habe ich das verdient? Du hast vergessen, dass du gerade ein Horrorspiel spielst, nicht wahr? Ja oder nein? Und meine Ameisen. Silveran, ich hasse unsere. Wir haben eine Ameisenplage in der Wohnung. Aber deine Ameisen würde ich lieben. Und Silvera, ich liebe dich auch, meine Ameisenkönigin. Soll ich Nein oder Ja machen, Chat? Soll ich Ja? Ich habe Angst, wenn ich Nein mache, dass nochmal Jumpscare kommt, dachte ich mir. Im Dachgeschoss. Ja, ja. Wir haben Ameisenplage in der ganzen Wohnung. Nicht nur bei uns, auch unsere Nachbarn. Auch im Treppenhaus haben wir Ameisen. Ist irgendwo. Ja, die sind halt da. Kann sich's machen. Kann's auch fallen und alles bringt nichts. Und Einbrecher, die versucht, eine Wohnung zu erobern, ist nie toll, egal wie schwer. Das stimmt. Ja. Okay, dann, ich mach mal Ja. Ich hätte gern. Nee, ich mach Nein! Oh, ich mach Ja! Und was ist links? Leute, wirklich. Ich bin wirklich schon mit dem Horror durch eigentlich. Und jetzt geht's erst los. Oh Gott. Ja, ganz sicher hast du es vergessen. Herzlichen Glückwunsch, das ist das letzte Level. Trifft deine letzte Entscheidung. Das Bild ist fertig. Hier. Hier, da hinten, da. Auch. Der Chat, wenn er wieder 5 Minütchen auf mich im Chat gewartet hat. Wo ist er? Wo ist er? Ich bin doch schon da. Na, da haben wir es wieder. Ja. So. Echt so. Okay. Magst du dieses Spiel?
Hey, ich fand's. Also, da würde ich mich schlecht. Achso, okay, es gibt nur ja oder ja. Ich fand's richtig gut. Richtig gut. Ja. Ich fand's toll. Es hat voll Spaß gemacht. Ich will mehr solche Spiele sehen. Es war auch sicher nicht toll in der Mache. Yeah! Endlich bin ich da. Complete the game with the normal ending? Glückwunsch! Deine Errungenschaft normales Ende. Oh, ich habe mal nicht die Katze, weil ich bin Katze. Okay. Ja. Danke, Simon Oyeng. Ja? Hey, ich fand das Spiel super. Ich will. Warte, was ist denn hier vor von drücke? Ich schau nochmal kurz. Achso. Okay, warte. Geh mal nach links. Kommt noch dasselbe? Jetzt nochmal aber alle falschen Antworten. Wir können sogar nochmal spielen, aber nicht heute, aber vielleicht im nächsten. Ich weiß aber nicht, ob das dann so Spaß macht, Chat. Aber wir können es wohl. Ich muss vorher schauen, ob es sich lohnt. Weil wenn es dasselbe ist, dann ist es ja unwichtig. Aber man könnte es irgendwann nochmal machen mit allen den Gegenteilen. Manu, hallo mein Schatz. Keine Ahnung, Black Forest, das muss ich recherchieren. Ich weiß nicht, wie viele Ende es gibt. Okay. Oh! Hey, das fand ich aber super, das hat echt Spaß gemacht. Geh mal am Ende zurück, vielleicht ist da was. Oh! Okay. Das machen wir noch. Jetzt kann ich zurückgehen, kann ich aber nicht. Kann ich zurückgehen? Nee, oder? Lude Kage, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Kann ich zurück? Genau. Du, ich werde recherchieren. Vielleicht lohnt sich's. Oh. Du bist wirklich ein Genie. Du weißt dich zu wehren, wenn andere deine Entscheidungen schränken. Oh! Oh, Herrlich, ja? Ey, der Chat ist ein Genie. Ich bin ein Dummbatz. Ja, ich komme in den Himmel! Complete the game with the hidden ending. Ja! Kiwiku, danke, dass du da warst. Ich habe dir Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ah, ich glaube, das war alles, oder? Normales Ende, geheimes Ende. Kiwiku, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht am... Ja, geil. Ah, hier, ganz kurz. Am Donner... Du Drecksack. Am Donnerstag, meine Butzels. Ja, beim Googlen gibt's auch noch... Okay, es gibt zwei Enden. Okay, ganz kurz, Chat, meine Butzels. Gell? Am Donnerstag spielen wir... ganz kurz, bevor wir jetzt das nächste Spiel angehen. Am Donnerstag spielen wir The Casting of Frank Stone. Und das ist ein Spiel, was heute rausgekommen ist, vor 3 Stunden oder sowas. Und das ist ein Spiel von den Until Dawn-Machern. Und das ist ein Spiel von den Until Dawn-Machern und von den Dead by Daylight-Machern. Das ist ein Dead by Daylight-Horror-Game. Und das kommt heute raus. Und wir werden das am Donnerstag spielen. Donnerstag, 18 Uhr. Spielen wir das. Das ist ein Story-Horror-Game wie Until Dawn und von den Dead by Daylight-Machern. Das ist ihr erstes, glaube ich, so ein wirkliches Horror-Game, was die gemacht haben. So ein Story-Horror-Game. Machen wir am Donnerstag. Also Donnerstag 18 Uhr und soll, wie gesagt, wie Until Dawn, ne? Oh, aber von den Dead by Daylight machen. Freue mich sehr drauf, machen wir diesen Donnerstag. Also, ne, nur falls ihr noch nicht folgt, das freue mich sehr darauf. Ich hab's mir heute gekauft, aber es sieht sehr hochqualitativ aus. Ich glaube, ich könnte ein sehr geiles Spiel werden. Ja, freue mich sehr. Diesen Donnerstag, also übermorgen. So, ey, aber Fortnite fand ich richtig geil. Ja. Hey, ich fand das super. Hat mir echt gut gefallen, Fortnite.